Damen Pokémon planten. Und ja, erstmal ein Kampf. Oh, okay, wir haben noch unseren starren Lilly am Start. So. So, und wir kommen Pyro raus. Heule ein. Ah, whatever. So, besiegen wir eben. Direkt Overkill mit Flammrad. Boom. Dead. Staralili erreicht Level 5. Erlernt Ruckzuckhieb. Ah, sorry, ich hab's falsch ausgesprochen. Ruckzuckhieb. Rucks. Warte, Rucks. Ruckzuckhieb. Ich weiß nicht mehr, wie ich das ausgesprochen habe. Egal. So, wir müssen jetzt zurück in die Stadt, weil wir unser Fahrrad da kriegen. Irgendwie so war das. So ein Hinweis. Den Insider kann das. Blablabla. Wie bizarr. Okay, es gibt in Übelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Erforschungen werden. Blablabla. Halt die Augen auf, komische Subobjekte können jederzeit auftauchen. Muss gewappnet sein. Ah, alles klar. Sind wir auf jeden Fall. Wir gehen erstmal ins Pokémon Center. Ja, ich habe jetzt so im Prinzip die letzten 2,5 Tage kein Video gepostet. Tut mir leid. Ich hatte leider andere Sachen zu tun und wir haben 6 Pokémon? Warte mal. What? Ja, ich hatte auf jeden Fall leider was anderes zu tun, sehr viel zu tun sogar. Ein Double Anton. Ach ja, stimmt ja. Genau. Und ja, konnte deswegen keine Videos wirklich machen, posten, aufnehmen, wie auch immer. Und ja. Lagern. Ja, aber dafür gibt es jetzt ein längeres Video. So gesehen als Wiedergutmachung. Ich hoffe, das sagt euch alle zu. Bericht. Ich will mal gucken, welche Typen wir haben. Wesen, Lasch. Pfiffig. Scheu. Oh Gott. Scheu auf Panpyro. Oh Gott. Forsch und sanft. Ja. Ist jetzt nicht gerade so cool. Wo genau müssten wir denn lang? Ich weiß nur, dass zum letzten Video unser Rivale Bob gesagt hat, in der Jubelstadt gibt es irgendwie ein Fahrrad oder so. Gucken wir mal. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Okay, der kann uns nicht weiterhelfen. Oh, ja, während ich das hier suche, kann ich euch schon mal sagen, dass ich vorhabe, jetzt am Wochenende ein neues Overlay zu machen. Oh, hier müssen wir hin. Dann treffen wir... Das sieht aus wie unser Team. Also das... Nicht unser Team, sondern das Team, was wir bekämpfen müssen, wie Team Rocket etc. Oder Team Skull jetzt in Sun and Moon. Ja, auf jeden Fall. Neues Overlay soll fresher sein und so. Das sieht zwar ganz gut aus, aber irgendwie sieht das immer noch so ein bisschen amateurhaft aus. Ich werde versuchen, so gut wie es geht, meine Paint-Skills rauszuholen und da was Krankes hinzuzeichnen. Ich habe mir halt überlegt, irgendwie als Haupt-Overlay für den Hauptbildschirm, da wo man das Geschehen sieht, irgendwie so ein Haus zu machen. Irgendwie so als Fenster oder halt eine Wand. Und das soll dann so gesehen eine Leinwand sein. Leinwand heißt das so? Leinwand, Leinwand, whatever. Ja. Und irgendwie vielleicht das untere Fenster als Fenster so selbst. Die Pokebälle werde ich, glaube ich, rausnehmen und da irgendwelche geilen Kasten machen. Also, ja, whatever. So. Gucken wir mal, wie das Team heißt. Galactica Rüpel. Okay. Dann denke ich mal Team Galactic. In einen Doppelkampf. Wir haben unser Pokémon leider nicht draußen, aber nicht schlimm. Ich glaube, die werden wir trotzdem besiegen.
Die Mucke ist ganz okay. Kann man nicht meckern. Kreideschrei. Okay. Ja, die targeten alle mein Partner-Pokémon, das ist ganz gut, weil der ist eh ein Vollpfosten, der kann ruhig sterben, ist mir scheißegal. Erstmal auf die Katze. Und weg ist er. So, Staralili ist nun Level 6. Perfekt. Energiefokus. Ja, whatever, du bist eh tot. Das ist immer noch nur Tackle kann das Celeste, das ist so boosted. Naja. Der macht auch nichts anderes von NPCs, die halt einfach nur scheiße sind. Die sind halt alle nicht so cool und haben halt nicht so viel Swag wie ich und leveln halt nur ein Pokémon. Warum kriegt Staralili immer noch Experience? Die war doch gar nicht mehr im Kampf, jetzt beim zweiten Mal. Okay. Oh, der soll mir recht sein. Ich glaube, Staralili ist jetzt 9. Ich denke mal, das wird sich mit 16, 17 oder so dann weiterentwickeln. Und wie sowas. Und deswegen werde ich es, glaube ich, bis dahin leveln. Blablabla. So. Ich bin heute nicht allzu hyped, etc. Irgendwie, keine Ahnung. Ich bin wieder voll im Arsch. Und irgendwie fühle ich das nicht so, dieses Hype sein etc. Also, eigentlich sollte man das ja machen. Aber ich mache Sachen, die ich im Prinzip fühle, sag ich mal so. Wenn ich so, naja, so auch wie Clickbait oder all so ein Scheiß. Wurde mir gesagt, mach Clickbait oder nimm das Game auf und mach so eine Scheiße und mach da Frauen halt Thumbnails. Ach. So viel Scheiße wurde mir schon erzählt, das ist alles Schwachsinn. Ich mach das so, wie ich das halte, so wenn ich real bin und ja, krieg erstmal den Modekoffer. Koffer erinnert mich an meinen Spitznamen. Eine kranke Story. Kann man irgendwann erzählen, wenn man irgendwie so als Ziel 100 Abos erreicht hat oder so. Und Leute aktiv kommentieren und so bla bla bla. Dann kann ich euch die Story erzählen, was mit Koffer auf sich hat. Ja, wir haben jetzt den Koffer, das heißt, wir werden nördlich weiter sausen, denke ich mal. Glaubt nicht, dass wir das Fahrrad hier kriegen, ich dachte so zumindest, aber scheint wohl nicht so der Fall zu sein. Ein Shinux. Kann ich das Shinux besiegen mit Ruckzuckshieb? Genau so habe ich es genannt, Ruckzuckshieb. Weiß nicht, ich tausche es aus. Jetzt ist ein Donnerblitz ein. Silberblick, okay. Silberblick, whatever. Glut stirbt. Ich denke schon, das ist nur Level 7. Sehr schön. Da haben wir die Göre besiegt. Hier kommt man nur mit Surfer weiter. Level kämpfen. Was cool ist, das ist ja die allererste Nachtaufnahme im Prinzip, also Abendsaufnahme. Und ich denke mal, das war schon damals so, dass auch zu verschiedenen Uhrzeiten verschiedene Pokémon anbeißen. So, das Caprodon töten war ganz schnell, weil das kann, denke ich, Enoplatscher. Kann jetzt ein bisschen dauern, aber es geht. So kriegt unsere Staralili Single Experience, also im Prinzip mehr, weil es Solo kämpft, anstatt ausgewechselt wird. Die Attacke ging dann meine Fresse. Get wrecked. 33. Oh, kurz vor Level Up. Ja. Dein Bedisa. Die sind alle so low, die Pokémon. Echt krass.
So, und für den einen oder anderen, der vielleicht eine Folge oder so nur bis jetzt gesehen hat und irgendwie mitbekommt, dass ich nur mein Main level, ist im Prinzip so, aber ich level, wie gesagt, zwischendurch auch nochmal andere Pokémon, weil je höher man mit dem Orden ist, im Prinzip desto schwieriger wird es und da reicht halt ein Pokémon nicht, vor allem wenn der Orden einen Hardcore-Count hat, kommt man nicht drum rum, auch mal ein anderes Pokémon zu leveln. Aber im Prinzip level ich nur mein Main, kann man so sagen. Also mein Main wird immer 10, 20 Level höher sein als alle anderen Pokémon. Wird immer so sein, war immer so, wird immer so sein, tut, bleib, machen. Käse. Aber das war eine nette Experience, war gut. So. Die haben irgendwie alle immer den gleichen Haarschnitt, die Frauen. Immer das gleiche NPC-Modul. Wir sind gleich ein Model. Knospi. So, ein Flügelschlag und es sollte RIP sein. Hoffen wir mal. Ja, okay, nice. RIP. Und diesen Level Up, komm. Yes, Level Up. Und Level 10, das ging relativ schnell. Oh, du bist so stark. Ja, ich weiß. Man nennt mich auch nicht umsonst die heftigste. So, jetzt nicht im Real Life, ne? Die heftigste, das wäre ein bisschen, ja. Aber ich meine jetzt, weil unser Charakter weiblich ist, ne? Also, ja. Und Flügelschlag. Ein Crit sogar noch. Mann, ich bin so gut. Kriege nur Burns, Crits. Rechts ist da ein Ausgang. Den will ich mitnehmen. Ich denke, er wird uns zu nichts führen, aber nehme ich trotzdem mit. Warum nicht? Siehst du, selbst er gibt mir den verkackten Tipp, der Pussy-Mode ist, im Prinzip, wo ich ja gesagt habe, aber selbst er sagt es, weil es einfach logisch ist. Irgendwann ist dein Main-Pokémon halt Arsch. Verstehst, weißt, was ich meine. Hast du gelernt. Jetzt hast du was gelernt. Flügelschlag. Level up, nice. Oh, almost level up. Der hat richtig gute Experience gegeben. War cool. Aufwecker! Er sieht mir aus wie, wie heißen die nochmal hier, diese Chips von der Marke? Genau, Trader Joe's oder Bauer Joe's oder so. Ich glaube, die ist Trader Joe's und ich habe die mal Bauer Joe genannt oder so. Sieht aus wie dieser Bauer Joe Vogel. So, wenn es klatschen war, dann sollten wir Level Up sein. Wir haben alle Käfer-Pokémon. Soll das jetzt ein Hinweis sein, dass unser nächster Orden Käfer ist? Ah. Also wenn unser nächster Orden Käfer ist, dann... whatever, dann kann ich auch mal ein paar Pyro halt leveln. Aber wir bringen unser Staralili auf jeden Fall noch in die... nächste Entwicklung. Unser Bedisa lassen wir einfach. Das ist wie gesagt unser VM-Schlampe. Da habe ich keinen Bock, den auch überhaupt 1 mm Experience zu geben. Unnötig. Wie sieht unser Team aus? Ich muss Vampiro mit Bedisa tauschen, weil das ein Doppelkampf ist. Dun, 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 dun.
Pachirisu. Ich liebe dieses Pokémon. Das heftigste Pokémon überhaupt. Roxoxieb. Okay. Beide machen Roxoxieb. Ich setze ein Flammrad. Bam. Sollte tot sein. Whatever, das war dann mein Fehler, dass ich Flügelschlag gemacht habe. Ja, Flammrad sollte es töten. What? Ein HP, ey, das gibt's nur in Pokémon, Mann, ey. Egal, nicht schlimm. Wir haben ja Rucksackshieb auf Staralili. Versucht Doppelteam zu lernen. Nope. Doppelteam nicht lernen. Rucksackshieb. Greift es hier als erstes an. Einfach Kratzer. Pyro ist kurz vor 20, denke ich mal. Knospi könnten wir mitnehmen für Zerschneider. Beziehungsweise. Ach, das könnten wir mitnehmen. Allgemein, weil die letzte Entwicklung, soweit ich das weiß, ist eigentlich relativ gut. Ich weiß halt nicht mehr, wie sie heißt. Aber das war diese mit den Blumen, glaube ich, und mit den Rosen da rechts und links. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nehmen wir Knospi direkt mit. Ja, hat sich ja für dich gelohnt, Cappuccino. Bälle, Pokéball. Und los geht's. Und drinnen ist es Knospi. Leider bekommen wir keine Experience in dieser Edition fürs Fangen. Schade, aber. Kann ich alles haben. So, nehmen wir das Pokébällchen. Vogelsaat. Ganz cool. Dann mache ich hier eben den Cut und mache halt das Bild für Knospi rein. Bis gleich. So, wir sind zurück. Dark Talon ist es. Avala. Flori heißt das. Okay, das heißt, ich denke mal nicht, dass es eine Stadt mit einem Orden ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ja, haben wir richtig gute Chance. Das ist dann Free-Orden. Ein Free-Orden. Der ist dann free as fuck. Das erinnert mich gerade an diese eine Stadt in Sun and Moon, ich glaube, wo man Tauros kriegt. Wir sind hinter diesem Blumenfeld hier gegangen. Okay, aber erstmal brauchen wir die Beeren. So, Sinnebeere gepflückt. Noch eine Beere. Beeren im Pflückskanz und bla bla bla. Okay, Tutorial. Blablabla. Blumen, Blumen. Hast du hier? Mikrofon verkauft sie. Alles klar. Ein Teppich. Das war jetzt für, wahrscheinlich denke ich mal, für Versteck und so. Was mit Rubin und Saphir damals auf dem Game Boy Advance dazu kam. Oh, cool, eine Beere. Ja, total unnötig, aber ja. Whatever. Entonkanne. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Ich habe jetzt auf so Mülltankmilch oder wie das hieß gehofft. Ist OP as fuck einfach nur. Ist broken shit.
Okay, da ist Team Galaktik, das habe ich jetzt schon gesehen. Irgendwas verteidigen. Hier kann man nichts mehr machen. Man kann aber allerdings östlich von hier weitergehen. Okay, cool. Free TM. Und da ist wieder bewiesen, dass in jedes Haus bzw. jeden NPC ansprechen einfach sinnvoll ist im Pokémon. Man muss halt nicht lesen, was die labern, ist vollkommen scheißegal, Hauptsache Free Items, ne? Bis jetzt bräuchten wir bzw. haben keine Tränke oder Superbälle oder sowas auch immer gebraucht. Deswegen will ich noch ein, zwei Trainerkämpfe machen, vielleicht Star Lily entwickeln, Panflam noch auf 20 bringen, bevor ich dann Team Galactic angehe, falls das überhaupt möglich ist. Hilf mir Trainer bitte, ich möchte zu meinem Papa, mein Papa und ich leben. Plötzlich kamen da so Leute, die angezogen, bla bla bla, sie haben mich aus der Reihe. Bla 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 bla, bitte Trainer, ich will zu meinem Papa. Okay. Hier ist die Scheiße. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst Team Galactic besiegen, wegräumen etc. Ja, den nächsten Orden oder so. Gut, das heißt, das ist so im Prinzip das Gebäude, was wir, ich wollte gerade infiltrieren sagen, tun müssen. Oh fuck, unser Star-Lily ist ziemlich angeschlagen. Ja, aber das ist das Gebäude, was wir betreten müssen. Das heißt, ich werde mich anderweitig zu helfen versuchen, mich umgucken. Ja. Gucken wir mal, was es noch anderes gibt. Weil ich noch nicht. Und die schon wieder ein Crit? Nice. Leider kein Level Up, weil geteilte Experience gay ist. Ist gay, weißt? Bla bla bla, aber du kannst gar nichts machen, bla bla bla. Es gibt mal einen weiteren Schlüssel, bla bla bla, im Blumenfeld, hahaha. Okay, hat er jetzt gelogen oder? Ist von denen abgeschlossen? Okay, der hat nicht gelogen. Gucken wir mal, was wir hier für Pokémon antreffen. Oh, cool, ein Chinox. Versuche ich jetzt mit Star Lily zu fangen. Ah. Ja, also das hat vielleicht Hälfte Leben gemacht oder so, aber das ist ganz gut, weil wenn ich jetzt noch einen Flügelschlag mache, müsste er im Endbereich vom orangen Balken sein. Vielleicht kriegen wir sogar einen roten raus. Na, okay, nicht mal so mittig. Ich weiß nicht, ob es noch einen überlebt. Ich bin mir nicht sicher, deswegen werde ich einfach den Beutel benutzen. Ich bin gerade zu faul. Benutze ich einfach den Touch. Und dann. Easy. So. Im Prinzip könnten wir unser Macholo dafür rausnehmen. Mag Macholo eh nicht so sehr. Und ein Elektro-Pokémon dabei zu haben ist ganz gut. Ja. Könnte man machen. So, das werde ich jetzt töten. Oh, das andere hatte gar keinen Bedroher, das hat sogar Bedroher. Das heißt, im Prinzip müssten wir das jetzt wieder low machen und das fangen. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Wegen dem fucking Bedroher. Ladevorgang, okay. Ja, ich hoffe nur, dass er uns nicht tötet. Okay, ein Tackle. Überhaupt nicht schlimm, Rucksack-Sieb. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Yes. Nice Ladevorgang. Ist scheißegal. So, das fangen wir jetzt. Muss mal gucken, wie viele Bälle wir noch haben. Heute, Bälle. Jetzt noch 4 Pokebälle. Vielleicht sollte ich nochmal so 3-4 holen. Okay, Shinox wurde gefangen. Das andere lassen wir direkt frei, weil das hatte keinen Bedroher. Wechseln gegen Macholo aus.
Oh mein Gott. Marmeline! Marmeline! Ich habe Erinnerung, dass das Pokémon stark war. Ich weiß aber nicht mehr genau. Oh, ein HP. Nice. Ah, ich bin so lucky. Holy shit, ey. Nur also, die Gegner kriegen bei mir immer nur noch ein HP. Nein! Ich habe zu früh gelabert. Setzt in der fucking Verfolgung ein. Ey, seit wann sind denn wilde Pokémon so schlau? Gekotzt. Verpiss dich. Oh Mann. Unlucky und dann sind. Oh. Ah. Das ist fies. Hm. Das Pokémon habe ich auch in Erinnerung. Aber. Kein Plan mehr. Nebenschelle, okay. Sogar noch ein Crit, ey. Was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind aber jetzt 20. Ich würde sagen, wir leveln einfach unser Staralili dann bei diesen Team Galaktikvögeln, die da oben im Blumenfeld waren. Und ja. So, erst muss ich austauschen, weil ich weiß nicht, ob es damals schon so war, dass Pokémon, die gefangen wurden, volle HP haben. Hallo, Tausch. Absetzen. Passt. So. Ah, die NPCs habe ich hier im Pokémon Center noch gar nicht angesprochen. Vor allem den Typen da links. Ein bisschen verdächtig aus. Hast du Pokémon bei dir? Bla bla bla. Okay. Das erinnert mich an, ich glaube, an Silber oder so. Der war auch direkt nach dem ersten Orden. Die Stadt, wo man kam. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber ich meine, es war genau dasselbe. War, glaube ich, auch ein Kraftwerk, das man dann im Prinzip befreien musste. Speichern einmal? Ich glaube, daher haben sie das. Aber das kommt mir mega bekannt vor. Kann ein bisschen dauern, weil er eine Menge Dateien speichert. So. Die sind jetzt oben weg. Cool. Nice. Genug der Worte. Worte. Honig. Doppelkampf. Okay. Doppelkampf machen wir. Freue ich mich. Oh, Einzelkampf. Ein Skorpuner, Skorpuner. Gefolge, nicht cool. Resist. Fuck you. Die Animation vom Gift ist aber mega sexy, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Er krittet mich bei der Kratzfurie, ist das dein fucking Ernst? Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ein HP. Okay, das heißt, wir machen einen Ruxus-Sieb. Damit wir first sind und bam, tot. So vermeiden wir auch Schaden. Und level up. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich digitiert es sich. Das ist aber ein falsches Spiel. Ich weiß nicht, digitiert. Ich dachte, jetzt sag ich digitiert. Meine Fresse. No, God! No, God, please, no! No! Ich wollte gerade sagen, entwickelt es sich, aber es entwickelt sich auf 14. Wie ich gesagt habe. Nein, ich habe 16 oder 17 gesagt, ne? Egal. Es entwickelt sich. Alles gut. Das heißt,
Oh, ich muss das Overlay aktualisieren. Hab ich voll vergessen. Zu Staravia. Nice. Er hat in jeder Edition, egal in welchem Team, immer ein Flug-Pokémon dabei. Immer. Ich weiß nicht, macht ihr das auch so? Könnt ihr mir so wissen lassen, tun, nicht wissen lassen, tun? Es ist durch die Entwicklung immer noch vergiftet. Ja, es ist okay. Nicht schlimm. Wir haben einen fucking Bedroher. Oh mein Gott, heftigste Passive ever. Und One-Shot. Wir haben einen Crit. Oh mein Gott. Nächstes kommt Zubat. Lassen wir trotzdem drin. Scheiß drauf. Machen wir es halt 15. Und Watch Out. Komm, 15, 15, 15. Ah. Mir fehlen die Worte. Du bist so unglaublich stark. Ich bin der Heftigste. Ja, bla bla bla. Honig, 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 cool. So, wir gehen jetzt zurück ins Pokémon Center. So, wir haben ein Pokémon, bla bla bla. Folge geht jetzt schon 30 Minuten. Sollte ich jetzt wirklich hier einen Cut machen für das Overlay? Lohnt sich im Prinzip gar nicht mehr. Komm bald wieder. Ich würde sagen... Nee. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hoch ins Blumenfeld. Ich weiß nicht, was da abgeht. Das Overlay werden wir dann einfach in der nächsten Folge aktualisiert haben. Ich werde es halt aktualisieren, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Das werde ich auch gleich machen, nachdem ich das Video render, beziehungsweise in der Zeit, wo ich das Video render, damit ich es nicht vergesse. So. Okay, Bauer Joe. Ah, der Fernseher, warte mal. War da nicht das ein Interview, das wir hatten? Guten Abend, ich hoffe allen, bla bla bla. Es ist halt Kampfstudie, haltet ihr Analysen. Als Mimsu! Yeah, vermutlich fragt ihr euch, was Mimsu überhaupt gefangen hat. Ein mächtiges Bedieser. Er weiß, er weiß, er weiß. Dazu muss man nichts mehr sagen. Gut gemacht, was für ein klasse Fang. Gelungen ist diese Beute durch einen gekonnten Wurf mit dem Pokéball. Egal, alles Training, ja, alles Training. Wie viele Würfe braucht der Trainer nur ein? Unglaublich, ja, ne? Ich meine, wenn man so hardcore geil werfen kann wie ich... Weißt du, in den Serien werfen die halt die Pokébälle immer so 1 cm vor das Pokémon, damit es halt so aufgeht und das Pokémon dann so reingeht, so mit dieser roten Animation. Ich werfe das Pokéball in das Auge vom Pokémon, damit es abgelenkt ist, Pokéball aufgeht und dann fange ich die. Deswegen kann ich auch alles One First Try fangen, weil die Schmerzen im Auge haben und sich weit anders konzentrieren müssen. Auf ihr Auge natürlich, ne? Das ist ein heftiger Tipp für euch alle da draußen. Was? Ich will noch meinem Bedieser keinen Spitznamen geben. Whatever. Whatever. Immer diese Lügen, Fake News, wie immer. So, okay, mehr gibt es hier auch nicht zu erkunden. Dann würde ich sagen, 20.40 Uhr, perfekt, auf den Punkt, genau. Die Folge ging jetzt länger, wie bereits gesagt, weil ich halt ein paar Tage jetzt nichts gebracht habe. Als Wiedergutmachung und... Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit dem geupdateten Overlay, was ich sofort machen werde. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Oh fuck. Ja. Gibt's noch eins zu sagen? Ich bin raus. Peace.